Ein Bild, das an die Zeit erinnert, als hier, südlich von Zittau, noch viele Betriebe einen Gleisanschluss hatten und mit der Schmalspurbahn die Güter an- und abtransportiert wurden. Auf den Rollwagen stehen Waggons, die auf normaler Spur bis Zittau gekommen sind. Ein Bild, das es nur noch bei Sonderfahrten gibt. Auf den deutschen Schmalspurbahnen gibt es eigentlich keinen Gütertransport mehr. Dementsprechend ist auch auf den sächsischen Schmalspurbahnen zwischenzeitlich der gesamte Güterwagenpark, Rollwagenpark, alles, was man zum Güterverkehr auf Schmalspurbahnen braucht, abgestellt. Doch jetzt wird nochmal alles stilecht nachgespielt. Die normalspurigen Güterwagen rollen über eine Rampe auf die Schmalspurwagen. Das Aufrollen hat ihnen den Namen Rollwagen gegeben. Die Wagen werden dann gesichert. Danach wird der Schmalspurzug zusammengestellt. Da die Rollwagen kürzer sind als die Normalspurwagen, kommt jeweils ein Gestänge dazwischen. Jetzt könnte der Zug eigentlich abfahren, aber er fährt als Sonderfahrt ja nur für die Fotografen, die dafür zahlen. Alle Fotografen und Filmer bitte zum Empfangsgebäude. Ich möchte den restlichen Ablauf besprechen. Die meisten haben sich schon längst an der Strecke postiert und warten auf den Zug. Und der macht sich endlich auf die Strecke in Richtung Jonsdorf im Zittauer Gebirge.